So, jetzt sind wir live und online mit Gut. unserem Schnack. Ja, deshalb nochmal herzlich willkommen zu einem Schnack, weil das sagt man so in Westfalen, wenn man Stündchen über irgendetwas spricht. Wir Wohl. schnacken miteinander. Noch Wohl. weiter im Norden kennt man das auch. Ja, bei euch wird das irgendwie anders heißen, aber ihr werdet da in Schwarzwald, den im Hintergrund sehe, auch einen Begriff für haben, was das bedeutet, was das heißt. Ja, also nochmal herzlich willkommen auch all diejenigen, die uns zuschauen, die auch die Möglichkeit haben, im Chat uns auch Fragen zu stellen. Das Thema Wasser. Also, die einen haben immer gesagt, naja, Wasser ist zum Waschen da. Ja, dazu muss man es aber erstmal haben. Und ich glaube, das war schon auf ein Problem hin, so im Laufe der letzten Jahre. So, meine Landwirte hier haben mir gesagt, noch im Frühjahr des letzten Jahres, naja, wenn es 2 Wochen später Regen gegeben hätte, wäre die Ernte im Eimer gewesen. Und das ist ja ein sehr schwerer, wirklich ertragreicher Boden. Und sie machen sich ernste Sorgen darum. Nicht mit Blick auf dieses Jahr, aber mit Blick auf die Jahre davor. Und wir hier in Südwestfalen sind ja eine sehr wasserreiche Region. Wir haben jede Menge Talsperren, die das Ruhrgebiet versorgen, die Trinkwasser halten für große Regionen. Und deshalb fand ich es auch so interessant oder auch gut, dass, sagen wir mal, Bundesregierung eine nationale Wasserstrategie, oder zumindest das Umweltministerium erstmal auf den Weg gebracht hat und auf den Weg bringen will, weil das weist, glaube ich, auf die Probleme hin, mit denen wir es auch hier zu tun haben, nicht nur in den Anrainerstaaten, sondern auch wir hier, wo man eigentlich davon ausgeht, wir haben genug davon. Deshalb so meine erste Frage: Was hat eigentlich dazu veranlasst, mal eine Wasserstrategie aufzulegen? Ja, erst nochmal vielen Dank für die Möglichkeit, wir würden ja sagen, jetzt ein Schwätzle zu halten. Ich doch Das mache ich geahnt. natürlich gerne. Ja, was hat uns veranlasst? Ich glaube, der Klimawandel stellt alte Gewissheiten in Frage. So ja auch die Behauptung oder unsere Einschätzung, Deutschland ist ein wasserreiches Land. Wir haben gerade ja auch gesehen, 3 Dürrejahre in Folge trüben diesen Eindruck. Wir haben gerade in der Forstwirtschaft enorme Einbußen. Ganz Deutschland, ob jetzt Brandenburg oder auch in anderen waldreichen Regionen, hier auch im Schwarzwald, Borkenkäfer, unheimlich viel Einschlag jetzt auch. Und auch das Thema Wasserverschmutzung ist trotz einiger Erfolge noch lange nicht vom Tisch. Und um diesen Herausforderungen auch dann gerecht zu werden und sie systematisch auch anzugehen, hat das Bundesumweltministerium, unsere Bundesumweltministerin Svenja Schulze, zum ersten Mal auch in der Geschichte der deutschen Umweltpolitik den Entwurf für eine nationale Wasserstrategie vorgelegt. Und da zum ersten Mal hat das Bundesumweltministerium in einem Dokument alle Elemente gebündelt, die für eine nachhaltige und zukunftsfeste Wassernutzung nötig sind, also ein ganz umfassender Ansatz für die Wasserstrategie. Und ich glaube, man kann sagen, wir leisten hier echte auch Pionierarbeit, auch internationale Pionierarbeit. Und das umfasst ein ganz breites Spektrum. Und deshalb haben wir da auch 10 strategische Themen festgelegt. Ja, und du hast gerade auf die, sag mal, die Folgen, die wir da sehen, hingewiesen. Sag mal, in meiner Region hier im Sauerland, ganze Flächen steht nicht ein Baum mehr. Also Kyrill, der Käfer und die Trockenheit. Und mehr im Osten meines Wahlkreises ein massives Buchensterben, wo in den Wäldern nur noch so, ich sag mal, Buchenleichen stehen. Und das innerhalb von 1, 2, 3 Jahren. Und da sieht man sehr plastisch, mit welchen Fragen wir es dann an der Stelle zu tun haben. Aber wenn man über Wasserstrategie spricht und das einbettet, das so ganzheitlich macht und so umfassend macht, das heißt, es sind 10 verschiedene Punkte, die da drin, sagen wir, eine wesentliche Rolle spielen. Wie konkret wird es? Wie? Weil bis auf die Ebenen runter, wo es am Ende ja auch um das Handeln geht, in welche Richtung soll es da gehen?
Ja, vielleicht nochmal, was ist unser Ziel auch? Was wollen wir denn erreichen mit der Wasserstrategie? Wichtig ist, dass wir auch in 30 Jahren, also bis 2050, jederzeit und überall in Deutschland ausreichend qualitativ hochwertiges und auch bezahlbares Trinkwasser haben, dass unser Grundwasser, also die Seen, die Bäche und Flüsse sauberer werden und dass wir auch eine Übernutzung und Überlastung der Wasserressourcen vermeiden. Wir haben auch das Thema Abwasser noch, auch dass die Abwasserversorgung oder Entsorgung funktioniert, dass sie aber auch verursachergerecht und sozial gerecht verteilt werden kann, zumindest die Kosten. Dann auch, dass die Wasserwirtschaft vor allem, wie wir es jetzt auch gerade beschrieben haben, sich an die Folgen des Klimawandels und die Veränderungen auch der Demografie anpassen. Und ich will da nochmal zwei Gedanken der Wasserstrategie nennen, die diese Wasserstrategie prägen. Der erste Gedanke ist die Vorsorge, also welche Maßnahmen müssen wir auch treffen und wie können wir Vorsorge treffen, damit diese Ziele erreicht werden. Und der zweite Gedanke in dieser Wasserstrategie ist der integrative Ansatz, weil dieses Thema Wasser ganz viele Schnittstellen hat. Also das hat zum Beispiel Schnittstellen zum Bereich Wirtschaft, es hat zum Bereich Gesellschaft natürlich und Politik, es hat da breites Spektrum auch zur Raumplanung, auch mit der Bauwirtschaft. Es hat ganz viele Schnittstellen. Und wie wir diese Gemeinschaftsaufgabe auch über die unterschiedlichen politischen Ebenen miteinander verknüpfen. Und deshalb haben wir diese 10 strategischen Themen, die will ich gerne mal nennen. Das ist einmal die Wasserinfrastruktur, wie wir sie weiterentwickeln. Es ist Wasser, Energie und Stoffkreisläufe, wie wir sie verbinden können. Also auch gerade dieser Ansatz nochmal. Dann haben wir natürlich Risiken durch Stoffeinträge. Wie können wir diese begrenzen? Dann gibt es den naturnahen Wasserhaushalt, wie wir den wiederherstellen und auch wie wir Zielkonflikte, die es ja auch durchaus gibt. Also du hast vor allem auch die Landwirtschaft angesprochen. Wie können wir auch Zielkonflikte, wie können wir damit umgehen? Dann geht es darum, gewässerverträgliche und klimaangepasste Flächennutzung im urbanen wie im ländlichen Raum, wie wir die realisieren. Die nachhaltige Gewässerbewirtschaftung, wie wir sie weiterentwickeln. Dann haben wir natürlich noch Meeresgebiete. Wir haben die Nordsee und die Ostsee. Und wie wir die Stoffeinträge dort auch begrenzen. Dann haben wir leistungsfähige Verwaltungen, die die Datenflüsse auch verbessern, Ordnungsrahmen optimieren und Finanzierung sichern. Also es macht das auch nochmal deutlich, was brauchen wir auch als Background und auch insbesondere, wie organisieren wir es und wie finanzieren wir es. Gemeinsam dann auch die globalen Wasserressourcen nachhaltig schützen. Ich hatte ja anfangs gesagt, auch das gucken wir uns ja nicht nur national an oder über die Regionen hinweg, sondern auch international. Und was, glaube ich, die Grundvoraussetzung ist, um diese Wasserstrategie auch voranzubringen, das ist die Akzeptanz. Und diese Akzeptanz, dafür brauchen wir das Bewusstsein für die Ressource Wasser und wie wir dieses Bewusstsein auch stärken können. Das sind diese 10 Punkte, die strategischen Themen des Entwurfs der nationalen Wasserstrategie. Nehmen wir uns vielleicht mal so ein oder zwei oder drei Punkte raus, weil die, ich sag mal, hier in der Region noch eine große Rolle spielen. Wir haben einen Nutzungskonflikt. Mal konkret macht es sich fest in einem Wasserwerk, in dem aber dessen Einzugsbereich gleichzeitig Steinabbau betrieben wird. Kalkstein für die Zementindustrie und für die Stahlwerke, die da gebraucht werden. Nun haben die seit 100 Jahren abgebaut und kommen jetzt an den Punkt, unter die Wassergrenzen zu kommen, und damit Trinkwassergefährdung. Ein Konfliktpunkt, der in der Region hier eine große Rolle spielt, die man, sag mal, im Zuge einer solchen Wasserstrategie nicht lösen kann. Das wird man vor Ort lösen müssen. Das ist auch die lokale Verantwortung, oder regionale Verantwortung. Aber irgendwann ist es mit den Kompromissen zu Ende, weil dann gibt es keinen Kompromiss mehr, muss man sich für eine Seite entscheiden.
Also wir hier, sagen wir, die Mehrheit auch der Menschen hat sich dafür entschieden, sagen wir, das Wasser ist uns zu wertvoll. Wir können auf diese Ressourcen nicht verzichten und wir haben eine ganze Menge davon. Steinindustrie sagt natürlich irgendwie etwas anderes, weil sie möchten ja weiter abbauen. Mal wertig keine Empfehlung, wie wir uns vielleicht verhalten sollten oder so, aber es spiegelt, glaube ich, wieder, dass es auch in der Bevölkerung durchaus ein Bewusstsein für das Thema gibt, das auch gewachsen ist. Auch für die regionale, also für die Verantwortung, die es da an der Stelle gibt. Also die Menschen hier haben sich mehrheitlich, sagen wir, dafür entschieden, aber Priorität hat der Schutz des Reservoirs und des Wassers und unserer eigenen Versorgung als Kernbestandteil der Daseinsvorsorge, wo gerade auch die Kommunen ja eine ganz wesentliche und ganz wichtige Rolle haben. Nochmal etwas anders ist es beim Thema Einträge, auch wieder regional. Viele Kliniken und die Wasserwerke oder die Abwasserwerke stellen fest, dass es eine erhebliche Belastung gibt von medizinischen Produkten, die am Ende nochmal im Wasser landen. Antibiotika, die auch aus der Landwirtschaft über Einträge im Wasser landen. Die Eutrophierung der Oberflächengewässer, ganz wichtiges, großes Problem, hat mit der Landwirtschaft zu tun. Gibt es auch Vorstellungen darüber, wie man vielleicht diese Konflikte, sagen wir, entweder moderieren könnte? Naja, am Ende müssen wir entscheiden. Sowieso. Ja, das ist natürlich nochmal, ich sage es jetzt mal, ohne jetzt da mich mit Stellung beziehen zu müssen, der Vollzug natürlich ist Ländersache. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir das auch als Gemeinschaftsaufgabe nachher begreifen bei der Umsetzung der Wasserstrategie und will es nochmal mit den Stoffeinträgen durchaus aufgreifen. Der Vollzug, wie gesagt, bei den Ländern, aber wichtig ist auch für Entscheidungsgrundlagen, dass wir eine bessere Wissensbasis haben, und zwar für Wissenschaft, Praxis und auch für die Öffentlichkeit und dann auch für die Verwaltungen entsprechend diese Grundlagen ausschaffen können, sodass dass sie die Daten und Informationen zur Verfügung stehen und dass sie sie entsprechend auch nutzen können. Und deswegen ist unser ein Ziel zum Beispiel, eine Datenbank Stoffe aufzubauen. Das kann man dann auch, das ist einfach wichtig auch für die Zulassung von Stoffen, aber auch bei der Entwicklung von Reduktionsmaßnahmen. Also wie kann ich die natürlich auf ein Minimum reduzieren und auch natürlich auch für die Verteilung von Kosten nachher von Reduktionsmaßnahmen. Also ich sage jetzt mal, diskutieren ja, du hast es genannt. Einträge durch Medikamente, ob das jetzt Medikamente sind für Menschen oder auch für Tiere. Die vierte Reinigungsstufe, die kostet eine Menge Geld. Also auch da nochmal, welche Reduktionsmaßnahmen stehen uns zur Verfügung? Welche Daten hat man? Welche Erfahrungen hat man? Und auch nachher, wie kann man das eigentlich verursachergerecht auch umsetzen, sodass am Ende nicht die Bürgerinnen und Bürger die Kosten alleine oder die Kommunen dann entsprechend die Kosten auf die Bürgerinnen und Bürger umwälzen müssen. Ich glaube, hier ist sicherlich, und das ist auch bei uns in unserer Strategie so angelegt, wir wollen die Hersteller und auch die Verwender ihrer Verantwortung für eine Reduzierung und Vermeidung von den relevanten Stoffeinträgen entlang der gesamten Wertschöpfungs- und Verwendungskette mit einbeziehen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das genau angucken. Und wie gesagt, die Informationen und die Daten brauchen wir unbedingt. Und deswegen ist so eine Datenbank da ganz wichtig. Wir haben mit dem Green Deal von Europa da auch nochmal einen Ansatz, nämlich für eine erweiterte Produktverantwortung. Wir hatten das schon mal bei Single-Use Plastic, wo es auch darum ging. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel der Zigarettenkippen. Wie ist das? Ist eigentlich dann der Hersteller mit zuständig, wenn das mit in die Kanalisation geht dann, weil die Kippe auf der Straße liegt, dann reingespült wird. Also ich glaube, das ist schon ein Punkt, der dann auch dazu veranlasst, bei der Produktverantwortung oder durch die Produktverantwortung, dass man schon beim Produkt, beim Produktdesign, bei den Stoffen, die man verwendet, da
bewusster wird und mehr darüber nachdenkt, wie man eigentlich von Beginn an vermeiden kann. Erstmal soweit von meiner Seite. Ja, Produktverantwortung, da gibt es ja auch wieder immer zwei. Das eine sind die Hersteller und das andere sind die Nutzer. Genau. Und ich sag mal, die Diskussion mit dem einen oder anderen, sagen wir so, in den Nachbarschaften, also nun ist nichts mehr mit Garten sprengen, weil nun wird es irgendwie knapp und rar. Nun ist auch nicht mehr mit, sagen wir, einer Viertelstunde duschen, 5 Minuten tun es auch. Also eine Menge liegt ja auch bei uns als Verbraucherinnen und Verbrauchern. Obwohl, ich weiß nicht, wie die Mengenverteilung im Moment ist, aber ich glaube, die Masse des Wasserverbrauchs liegt woanders. Sind, glaube ich, nicht unbedingt die Verbraucherinnen und Verbraucher, aber trotzdem eine Verantwortung. Auf Darf der ich Seite, ja. sagen, ich war heute beim Öko-Institut in Freiburg vor einem Projekt und dann gab es auch eine Diskussion und wir haben auch den Energiespar-Check. Und ich habe ja vorhin gesagt, die Verknüpfung von den einzelnen Bereichen, also Energie einsparen und gleichzeitig Wasserversorgung. Mit diesem Energiespar-Check werden auch vor allem einkommensschwache Haushalte beraten, wie sie eigentlich relativ ohne viel Aufwand Energie einsparen können. Und das ist schon, hat auch was mit Wasser zu tun. Wie viel Wasser, oder wie insbesondere Warmwasser, das ist ein ganz großer Stromfresser, wie viel ich verwende und was für, also ob ich jetzt Perlatoren oder bestimmte Brauseköpfe einsetze. Also ich kann Wasser sparen und ich kann gleichzeitig Energie sparen. Also man kann diese einzelnen Bereiche miteinander verknüpfen und zwar ohne großen Aufwand und das ist schon ein Punkt, wenn Wasser knapp wird. Also welche Maßnahmen habe ich eigentlich relativ einfach zur Verfügung? Und ich war vor Corona noch in Südafrika, in Kapstadt, und da war dann tatsächlich das Wasser rationiert, weil so eine große Wasserknappheit herrschte. Und auch das greift unsere Wasserstrategie auf, dass wenn tatsächlich mal Wasserknappheit herrscht, was hat eigentlich Vorrang? Also muss man dann einen Garten sprengen oder muss man den Pool Wasser erneuern oder hat es halt eine Wasserhierarchie? Was ist am dringendsten notwendig? Auch, ich glaube, da ist es wichtig, dass wir diese Prioritäten eindeutig auch festlegen. Es betrifft ja Verbraucherinnen und Verbraucher, betrifft auch, sagen wir mal, Beispiel Landwirtschaft. Bei auch Reisen, ich sag mal, nach Südfrankreich. Große Schläge mit Mais und die Wasserpumpen laufen rund um die Uhr. Und Bürgermeister in einer französischen Kleinstadt im Süden sagt mir, ja, mit unserem Grundwasser geht es jetzt langsam zu Ende. Wir wissen nicht mal, wie wir damit zurechtkommen sollen. Und auch bei uns hier sehe ich auch zunehmend mehr Bewässerungsanlagen. Da droht uns nicht an der Stelle da genau dasselbe, wenn wir das verrieseln und auf die Äcker bringen. Am Ende sind die Grundwasserspeicher leer und der Grundwasserspiegel sinkt weiter. Mit einer Folge, ich nehme mal also ein Beispiel, weil das hier in der Region eine Rolle gespielt hat. Die Krombacher Brauerei sagt dir bestimmt was. Gehört zum Nestle-Konzern. Und hat natürlich große Wasserreservoirs, ne? Die Brauerei Talsperren. Und die Idee von Nestle war, uns fehlt das Wasser woanders. Wir haben da die Brauerei Talsperren. Dann zapfen wir die doch mal an. Das hat zu regionalem nochmal Empörung geführt mit einer Reaktion, dass die Anwohnerinnen und Anwohner in der Region kein Krombacher Bier mehr getrunken haben. Die Idee mit, wir transportieren das Wasser jetzt mal da weg, ist jetzt erledigt, weil der Widerstand dagegen war auch groß. Das Bewusstsein war, also so kann man nicht mit uns umgehen und vor allem mit unseren Reservoirs nicht. Wo ich mir gesagt habe, ja, Wasser als handelbares Gut. Habe gerade ein Beispiel gelesen aus Australien, die da sagen, wenn wir das Wasser entsprechend bepreisen, werden die Menschen sich schon darauf einstellen. Muss es eigentlich nicht eher in die Richtung gehen, ist zumindest meine Meinung dazu, Wasser als öffentlich zur Verfügung stellendes Gut auch entsprechend zu schützen?
gerade auch von dem reinen Markt zu schützen. Also Wasser ist einfach ein Lebensmittel und das ist ja das Ziel auch, dass es bezahlbar bleibt und auch einer hohen Qualität zur Verfügung steht. Und es soll ja nicht in dem Sinn bepreist werden, dass nachher sich manche das so nicht mehr leisten können und andere dann dafür vielleicht ja, Dinge, wo man vielleicht nicht unbedingt existenziell braucht, damit tatsächlich das Wasser dann verbrauchen können. Und insofern glaube ich, ist es gerade wichtig für uns, jetzt sind wir beide ja auch Sozialdemokraten, dass wir da ein Auge drauf haben, dass das weiterhin als ein gutes Lebensmittel zur Verfügung stellt. Und deswegen, welche Möglichkeiten haben wir auch, Wasser zu recyceln? Also das klingt jetzt ein bisschen wieder aufzubereiten, besser gesagt. Und wo kann man es einsetzen? Wir haben auch, es gibt auch Projekte, gerade in Südamerika, alte Techniken, wie man entsprechend auch Wasser schützt oder Wasser wiedergewinnt durch Tau und dann für die Landwirtschaft mit nutzt. Aber es ist natürlich schon so, dass man, es ist eine wertvolle Ressource. Wie kann man denn auch entsprechend effizient damit umgehen? Aber am Ende wirklich ist es wichtig, dass es auch bezahlbar bleibt, weil es für alle zur Verfügung stehen muss. Großbritannien war das ja mal alles anders, als man das privatisiert hat, das Netz. Und auf einmal gab es erhebliche Probleme, weil die Verteilung auch sehr ungleichmäßig war. Wer sich's leisten konnte, hatte, und wer nicht, musste eben drosseln den Verbrauch. Ja, vielleicht noch ein Satz dazu. Es ist natürlich auch wichtig, Infrastruktur kostet Geld und wir haben das ja durchaus in manchen Kommunen erlebt. Da hat man die Infrastruktur, weil da Investitionen nötig waren, verkauft. Vermeintlich sinnvoll, aber hat nachher eigentlich gesehen, dass es nicht funktioniert, sondern dass man es dann entweder wieder teuer zurückkaufen muss. Und deswegen ist es auch in dieser Wasserstrategie so wichtig, wie man mit Wasserinfrastruktur umgeht. Also auch zu sehen, was braucht es, um klimaresilient, also widerstandsfähig zu sein, welche Investitionen braucht es, auf welche naturnahen Lösungen man zurückgreifen kann, wie wir das in den nächsten Jahren entsprechend umsetzen. Wie kann man verschiedene Dinge miteinander verknüpfen? Ich will vielleicht mal gerade Flussauen nennen. Flussauen können für den Hochwasserschutz oder spielen eine wichtige Rolle beim Hochwasserschutz, sind aber auch für den Stoffrückhalt wichtig. Wir haben Grünanlagen in den Städten, die können als Erholungsraum dienen, sind aber gleichzeitig Wasserspeicher und auch Lebensraum. Also man sieht, da kann man viel mit sehr naturbasierten Lösungsmöglichkeiten umsetzen. Und dann braucht man einfach auch nochmal entsprechend Studien, wie das regionale Wasserdargebot ist und wie man für die Neuentwicklung von Grundwasser sorgt. Ich glaube, da gibt es viele Ansätze. Und wenn ich jetzt auch nochmal drauf eingehe, auf Wasserinfrastruktur, fällt mir jetzt gerade ein, ich war in Altena vor einiger Zeit und wir hatten dort die Kläranlage gefördert, die einerseits energieeinsparend war, sehr modern, gute Technik hat. Und ich gehe mal davon aus, dass Altena gerade auch durch das Unwetter stark, ist ja nicht so weit weg von dir, Wolfgang, da sicherlich auch nochmal starke Schäden hat. Aber wenn man jetzt auch Schäden hat durch diese Ereignisse, dass man im Prinzip auch vorausschauend guckt, wie muss ich eigentlich diese Infrastruktur jetzt gestalten und welche Chancen bieten sich und wie nutze ich das? Und wichtig ist da wirklich, dass Bund, Länder und Kommunen gemeinsam das jetzt weiterentwickeln. Altena, Wahlkreis von Dagmar Freitag. Mit ihr habe ich gerade vor einer Stunde noch eine Veranstaltung hier im Kreis Soest beendet, aber zum Thema Sport. Also Altena ist in der Tat nicht weit weg.
eine nationale Strategie, man muss sie ja runterbrechen. In meinem Wahlkreis der Möhnesee, der genannt das Westfälische Meer, bei dieser Hochwasserkatastrophenlage vor wenigen Wochen, deswegen glimpflich davon gekommen ist, weil sie sehr frühzeitig Wetterlagen beobachtet haben und angefangen haben, Wasser abzulassen, um die Rückhaltefähigkeit des Möhnesees zu erhöhen, weil hätten sie das nicht getan, wäre übergelaufen und die dahinterliegenden Orte wären auch abgesoffen. Sind zum Teil auch schwer von Hochwasser belastet worden, aber es ist glimpflich rausgegangen, weil es auch eine vorausschauende der Wasserwirtschaftler, die ja mit einer hohen Qualität da am laufenden Bande regional Einzugsbereiche beobachten, Messungen vornehmen, Kartierungen vornehmen, und schon sehr genau wissen, was eigentlich mit der Wassersituation in der jeweiligen Region los ist. Aber man hat ja gesagt, es fehlen die Daten, sagen wir mal, auf der Bundesebene. Man muss sie zusammenführen. Haben die Länder sie und sie müssen zusammengeführt werden? Oder sind die Länder da auch, sag mal, ein bisschen blind auf dem Datenauge? Ich glaube, dass es da und dort Daten gibt. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir die zusammenführen. Wir haben bei dem Hochwasser, ich meine, was war es, 2013, da haben wir ja nochmal mit einer gemeinsamen Hochwasserstrategie geschaut, wie kann man die länderübergreifend zusammenarbeiten und die Länder mit Unterstützung des Bundes den Hochwasserschutz verbessern. Aber es geht ja da nicht nur um den Hochwasserschutz, sondern es geht ja um viele Daten auch über Grundwasserströme, auch das länderübergreifend teils. Ich glaube, das ist ein sehr breiter Datensatz und das ist schon gut, wenn man gemeinsam da das nochmal aufbaut oder auch über Stoffeinträge. Was mir aber auch nochmal wichtig ist in dem Zusammenhang, ist natürlich, wenn vor Ort das schon mal eine gute Wasserwirtschaft funktioniert, installiert ist und funktioniert. Wir brauchen natürlich auch ja, Flächen, die vorsorglich in den Raumordnungsplänen ausgewiesen sind, was wir ja sicherlich auch, und das wird bei euch nicht anders sein als bei uns jetzt gesehen haben, dass ja da manchmal kleinste Bäche zu reißenden Flüssen, die seit 100 Jahren nie so ein reißender Fluss waren, auf einmal entstanden sind und völlig neue Situationen entstanden sind, man aber durchaus, und da gibt es auch Projekte, durch Simulationen sehen kann, wo gibt es denn Risikopunkte? Und wenn man Infrastruktur entsprechend saniert, ausbaut, auf was muss man dann genau achten und wie kann man eigentlich schon prophylaktisch bestimmte Situationen entschärfen? Also wo brauche ich auch Regenrückhaltebecken? Wo brauche ich Flächen, die diese Wassermassen eventuell auch auffangen können? Wie kann ich auch schon mal Versickerungen vor Ort oder grüne Dächer zum Beispiel auch in Städten fangen schon mal was auf, also Schwammstädte, wie kann ich das vorantreiben? Das sind Dinge, die hat man vielleicht vor Jahren noch gedacht, nice to have, aber man merkt doch, wie dringlich jetzt diese Aufgabe geworden ist und dass wir da auch schnell, wir haben da eigentlich keine Zeit mehr zu verlieren, wie schnell wir das auch umsetzen müssen. Naja, hier sitze ich jetzt mitten in der Stadt Soest. Da ist ein großer Wald drumherum. Aber vor 3 Jahren, in der Nähe ist der Haarstrang landwirtschaftlich genutzt, so eine Endmoräne, die sich da auftürmt. Ein Großwetterereignis und auf einmal sofft die Stadt komplett ab, weil in großen Flüssen über die Straßen von dem Berg runter den Mühlen runter die Wassermassen in die Stadt schossen. In der Folge baut die Stadt jetzt ihre Kanalisation aus und macht sie größer, damit die mehr Wasser fasst. Meine kritische Frage war an der Stelle eher,
Ja, das kann man machen. Es schützt bestimmt die Stadt, aber es verhindert nicht, dass das Wasser oben von dem Hügel runterkommt. Und da muss man doch wieder pumpen. Also es ist eine kleine Maßnahme, oder was heißt kleine, es ist eine große, es ist eine teure Maßnahme. Was findet das Problem nicht? Es liegt nämlich woanders. Es liegt nämlich an den Flächen, die das Wasser nicht mehr fassen, nicht mehr aufnehmen, nicht mehr aufsaugen, auch nicht mehr halten. Im Wald, Sauerland genau dasselbe. Ich glaube auch bei diesem Anschwellen von Bächen, der Waldboden, Bäume sind weg. Gerill und Käfer haben es möglich gemacht. Dadurch verändert sich eine Situation sehr schnell und sehr komplex mit den Konsequenzen, die dann auch in Baugebieten niederschlagen, die vielleicht nicht da hätten sein sollen, wo sie gewesen sind. Neue, alte, wie im Ahrtal, ist das die Situation etwas sehr anders als hier. Gibt es in dieser, sagen wir, in dieser Strategie auch einen Fahrplan, wie man die Beteiligten eigentlich zusammenkriegt, das auch runterzubrechen? Also Ja. Katastrophenschutzkonzepte gibt es zwar, aber die reichen ja dann auch nicht mehr. Ja, ich glaube, nee, wenn man den Katastrophenschutz braucht, dann ist es schon fast zu spät, sondern wir brauchen es ja vorher. Also wir brauchen wirklich eine Prognosefähigkeit der Wasserhaushaltsanalysen, um die zu verbessern. Wir müssen wissen, wie die Grundwasserentnahme auch und ein Grundwasserentnahme sich auswirkt, also ein Monitoring auch dafür. Also für diese Strategie brauchen wir Aktionen, einen Aktionsplan. Und da müssen tatsächlich, und das sage ich auch nochmal, so Bund, Länder und Kommunen entsprechend zusammensitzen und auch gemeinsam Leitbilder für so einen regionalen und naturnahen Wasserhaushalt zu sorgen. Das ist ja oftmals zwar dann vielleicht lokal begrenzt, wenn es ein Starkwetterereignis kommt, aber es hat durchaus in der Region ja, es ist ja durchaus großflächiger. Wir haben in der Region ja vielleicht auch, wie du beschrieben hast, viel Wald. Auf die Frage, wie geht man mit der Waldentwicklung um nach dem Borkenkäfer und nach Kyrill? Welche Baumarten braucht es, um da auch einen Wasserspeicher wieder zu installieren? Das alles ist nicht so ganz trivial. Mal von dem ganz abgesehen, dass wir natürlich die Ursache, die Hauptursache der großen Unwetterereignisse oder auch der Trockenheit und Wasserknappheit bekämpfen müssen, nämlich den Klimawandel. Also der Klimawandel bringt uns ja in diese schwierige Situation in verschiedenen Bereichen. Und jetzt geht es darum, mit der Strategie dieses Bewusstsein dann zu schaffen, diese Felder zu identifizieren, aber dann auch tatsächlich die Umsetzung. Und gerade, wie du auch vorher beschrieben hast, die Umsetzung, da gibt es Konflikte, da gibt es auch Zielkonflikte. Wie kriegt man dann die Beteiligten an einen Tisch und wie kann man gemeinsam Lösungen entwickeln? Und jetzt auch gerade, ich finde das immer, ich kenne das aus unserer internationalen Klimaschutzinitiative, da bin ich eigentlich ein Fan von, wie man bestimmte naturbasierte, sagen, Eco-Based Solutions, naturbasierte Lösungen voranbringen kann. Ich nehme das jetzt mal aus dem Bereich internationaler Klimaschutz. Da sind die Mangroven zum Beispiel, Küstenschutz, das ist die Fischstube eigentlich, oder die Kinderstube der Fische, Nahrungslieferant. Sorgt eben auch gerade in den vom Klimawandel sehr stark betroffenen Regionen dafür, dass man da eine Lösung findet. Und sowas können wir genauso auch bei uns. Wie gehen wir mit Renaturierung von Flüssen und Bächen um? Auch von anderen Binnengewässern, von Seen. Das ist gar nicht so einfach, weil da die Zuständigkeiten wiederum bei den Ländern liegen. Also was können wir von Bundesseite auch da zur Verfügung stellen, den Rahmen auch geben, unsere oberen Behörden, wie zum Beispiel auch das Umweltbundesamt, was können die mit einbringen und wie setzen wir es um auf Länderebene und wie kriegen wir die Akzeptanz vor Ort und auch die Zielkonflikte zum Beispiel gerade zwischen Landwirtschaft und Wasserversorgung und
wie können wir mit diesen naturbasierten Lösungen eigentlich gemeinsam so eine Win-Win-Situation schaffen? Also die Gemeinschaftsinitiative Wasser, muss man mal irgendwie so einen Titel zu geben, und unter so einer Gemeinschaftsinitiative Wasser, Gemeinschaftsstrategie Wasser, auch nochmal die Akteure an der Stelle zusammenbringen. Gemeinschaftsaufgabe, ja, Gemeinschaftsaufgabe. Ja, da kehren wir mal wieder zu dem Ausgang an der Stelle zurück, weil der Satz Wasser ist zum Waschen da, ist nur wirklich zu platt an der Stelle, weil ich glaube, wir haben gerade gesehen, wie komplex das Thema auch ist und welche Herausforderungen da drin stecken und was es auch uns als Gemeinschaft auch kosten wird, wenn wir uns dem Thema nicht zuwenden werden und das nicht anpacken werden. Aber klar, es hängt alles unter dem großen Thema des Klimawandels. Aber es ist, glaube ich, ein Handlungsfeld, in dem man auch deutlich machen kann, Klimawandel ist kein Totschlagbegriff, sondern es ist eine Herausforderung, die man in diesen Handlungsfeldern dann aber auch angehen und gestalten muss. Ich sage dir vielen Dank. Auf den Schnack soll nicht so lange dauern. Och, schon fertig. Wohl. Ja, dreiviertel Stunde, sonst würde das eine wissenschaftliche Erörterung werden zu irgendeinem Thema. Nein, aber ich glaube, ist aber deutlich geworden, in welche Richtung das gehen muss, was man da anpackt, ist eine Frage der, auch einer politischen Verantwortung. Und da sind wir natürlich bei der Frage, wie sieht eigentlich eine zukünftige Bundesregierung aus, in welcher Konstellation packt man das Thema an? Um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube, SPD und Grüne würden es anpacken. Alle anderen dazu wird es schon wieder schwierig, weil man muss es ja auch mal sehr konsequent anpacken und nicht immer zu viele Kompromisse machen. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Wir werden sehen am Sonntagabend, wenn gezählt wird. Deshalb, ich sage dir erstmal vielen Dank, wünsche viel Glück dabei, auch in deinem Wahlkreise, und hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Woche denn vielleicht auch als neue Bundestagsabgeordnete in Berlin wiedersehen. Ja, vielen Dank auch, Wolfgang, dir. Und ich bin sicher, dass wir uns wiedersehen und wir auch Verantwortung übernehmen. Ich glaube, die Verantwortung, das hat es auch nochmal ausgemacht, dass wir mit den Problemen ganz bewusst umgehen, dass wir Lösungen suchen und es nicht einfach anderen überlassen oder dem Markt, sagen wir, überlassen es dem Markt, der wird es schon richten, sondern nein, wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Kindern und Enkelkindern und wir nehmen die auch gerne wahr. Nehmen Sie in Hand und machen es. Rita, vielen Dank, schönen Abend noch und alles Gute, auch gerade für den Sonntag. Danke, ja, dir. Bis die Tage, wie man bei uns sagt. Tschüss. Tschüss.